Notaufnahme? Das war jemand von der Rennstrecke. Es gab einen Unfall. Mein Fahrer ist verletzt. Er kommt gleich rein. Hallo. Ich glaube, die Rennleitung hat angerufen und mein Kommen angekündigt. Hunt, James Hunt. Sie hatten einen Unfall? Ich hatte eine freundliche Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Fahrer wegen seiner Frau. Warum? Was haben Sie gemacht? Ich zeig's Ihnen gern, wenn Sie wollen. James kann unberechenbar sein, aber wenn es um Talent geht, gibt es keinen besseren Fahrer auf der ganzen Welt. Ganz schön zerbrechlich. Nichts, was einen schützt. Die Gefahr des Todes erregt die Menschen. Wer ist das? Niki Lauda. Er wurde von Ferrari unter Vertrag genommen. Ich bin schneller als du und ich kann den Wagen besser einstellen. James Hunt hat sich bewährt und kann auf höchstem Niveau Siege einfahren. Kommt da noch eine Frage, da wollen Sie mich provozieren. Ein ganz unglaublicher Zweikampf zwischen diesen beiden Fahrern. Ich weiß, dass Sie beide Rivalen sind. Das wissen hier alle. James, meinen Sie, Sie können dem Druck standhalten? Um Champion zu werden, muss man hundertprozentig daran glauben. Du tanzt auf zu vielen Partys. Die machen uns fertig. Du bist zu weit zurückgefallen. Ich bin schneller als ihr alle. Und damit ist Hunt wieder mal ausgeschieden. Es ist vorbei, Superstar. Stärker als die Angst vor dem Tod ist der Wille zum Sieg. Nur deshalb sitze ich jetzt bettelnd hier. Sie meinen, Sie können ihn besiegen? Vertrauen Sie mir. Bei dem Regen ist es die gefährlichste Strecke der Welt. Es kommt nur darauf an, wie gut du im Regen fahren kannst. Lass uns fahren. Rede mit mir, James. Such dir keinen Mann, der sein Leben riskiert, weil er im Kreis fährt, wenn du Normalität suchst. Niki Lauda war fast eine Minute lang in einem Inferno von 800 Grad eingeklemmt. Ich fühle mich verantwortlich für das Geschehen. Ich habe gesehen, wie du gewinnst. Und damit bist du genauso verantwortlich, dass ich wieder ins Auto einsteige. Den Showdown zwischen dir und Niki will die ganze Welt sehen. Schnelligkeit allein macht dich nicht zum Weltmeister. Du musst fest daran glauben. Ich kann ihn schlagen, glaubt mir das. Er fährt konstant von Rennen zu Rennen. Riskiert er auch sein Leben, wenn es wirklich drauf ankommt?